Herzlich willkommen. Wir wollen heute mal eine Pizza backen auf dem Blech und dazu habe ich Folgendes vorbereitet: 500 Gramm normales Weizenmehl, dann habe ich 2 Esslöffel Olivenöl hinein und 2 Teelöffel Salz. Danach habe ich in 300 Milliliter Wasser eine Trockenhefe hinein und ein Teelöffel Zucker. Wenn sich die Hefe gelöst hat in dem Wasser, gebe ich es einfach zu dem Mehl dazu und kann das Ganze verrühren. Nachdem der Teig fertig geknetet wurde, gebe ich ihm eine Teigruhe von 2 Stunden. Nachdem der Teig die Teigruhe beendet hat, wende ich ihn von allen Seiten kurz im Mehl. Dann ziehe ich ihn etwas rechteckig hin. Drücke ihn mit den Fingern platt. Dann noch etwas drücken und ziehen, so dass es so groß ungefähr ist wie das Backpapier. Drücken und ziehen. So. Und nun können wir den Teig belegen. Zuerst gebe ich ein halbes Glas oder eine halbe Dose Pizzatomaten drauf. Dann salze und pfeffere ich das Ganze und tue etwas Majoran dazu. Danach bestreue ich den Teig mit 150 Gramm Emmentaler gerieben. Danach ein Glas Pilze und zum Schluss Salami und etwas Peperoni. Anschließend wollen wir die Pizza backen bei 200 Grad Celsius Ober-Unterhitze. Und nach 25 bis 30 Minuten schauen wir, ob die Pizza fertig ist.